Was geht ab, Leute, und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ihr habt schon im Titel gehört oder gelesen, traust du dich, keinen Alkohol zu trinken? Dieses Video geht nicht an die Leute, die vollkommen davon überzeugt sind, Alkohol ist eine super Sache und Alkohol ist gar keine schlimme Droge, sondern es geht an die Leute, die vielleicht sich so ein bisschen fühlen, als würden sie dem Gruppenzwang erliegen und müssten irgendwie immer Alkohol trinken auf bestimmten Events oder sonstiges. Viel Spaß bei diesem Video. Wenn du neu bist auf diesem Kanal, mein Name ist Daniel. Auf meinem Kanal gibt es Fitness, Mindset, Nutrition und was sonst so in meinem Leben passiert. Aber heute geht es um einen Teil von Nutrition und Mindset. Es ist so eine Mischung aus beidem, und zwar um das Thema Alkohol. Alkohol ist für mich ein Thema, was immer wieder auftaucht und wo ich persönlich auch immer wieder bei anecke. Ich trinke nicht mittlerweile gar nicht mehr, sondern einfach nur noch sehr, sehr selten. Eine lange Zeit lang habe ich wirklich Alkohol komplett aus meinem Leben gestrichen und habe damit auch sehr, sehr negative Erfahrungen gemacht. Ich wurde mehr ausgeschlossen. Wenn du in der Jugend nicht trinkst, dann wirst du irgendwann nicht mehr eingeladen. Selbst wenn du Leute siehst, die lange Zeit getrunken haben und weniger trinken oder mal so eine Pause machen vom Trinken, höre ich oft von denen, dass sie ja weniger rausgehen, weniger Aktivitäten mit ihren Freunden machen, weil sie sich einfach nicht mehr so richtig wohl dabei fühlen. Da denke ich mir, okay, da läuft doch irgendetwas schief. Abgesehen davon, dass Alkohol komplett verharmlost wird bei uns in der Gesellschaft, und wenn ihr mal schaut, wie viele Menschen im Jahr an Alkohol sterben, dann wird euch wahrscheinlich eher schlecht. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Ich möchte wirklich an die Leute gerade sprechen, die eigentlich keinen Bock haben, ständig zu trinken, aber sich genötigt fühlen von ihren Freunden, von der Gesellschaft, immer zu trinken. Wir werden ja schon im jungen Alter, von Kindesalters an, durch Fernsehen, durch Medien, durch Werbung dazu geleitet oder uns wird beigebracht, zu bestimmten Anlässen immer trinken zu müssen. Keine Ahnung, warum das genau so ist, aber selbst im Christentum ist es ja normal, dass beim letzten Abendmahl da der Wein gekippt wird. Und ich glaube, dass der Mensch halt sehr anfällig ist, allgemein für bewusstseinsverändernde Substanzen. Und Alkohol gehört einfach dazu. Also viele verharmlosen es ja, aber für mich ist Alkohol eine Droge wie jede andere Droge. Und vielleicht solltest du mal überdenken, ob das nicht wirklich der Wahrheit entspricht. Jetzt möchte ich aber auf die Punkte eingehen, wie du es trotzdem schaffen kannst. Nicht zu trinken, nicht dem Gruppenzwang zu erliegen und nicht einfach das zu machen, was alle anderen tun. Und das kannst du vielleicht auch auf andere Bereiche in deinem Leben anwenden und nicht nur auf das Thema, wenn du jetzt auf einer Party bist und nicht trinkst, sondern vielleicht kannst du das auf viele, viele andere Dinge in deinem Leben anwenden. Der allererste Punkt ist erstmal, du musst entscheiden, was für dich richtig ist. Niemand anders hat dir zu sagen, was für dich persönlich die richtige Lösung oder der richtige Weg ist. Und das ist auch bei deinem Job so, wenn du deine Schule gemacht hast. Du kannst natürlich auf die Erfahrung von anderen Menschen hören, die mehr Erfahrung haben als du. Aber was Alkohol angeht, klar kannst du auf einen Alkoholiker hören, der viel, viel mehr Erfahrung hat als du. Aber was würde dieser Alkoholiker dir sagen? Er würde dir sagen, lass die Finger von dem Scheiß. Weil dieser Prozess, alkoholkrank zu werden, es kommt ziemlich schleichend und du merkst es vielleicht gar nicht im ersten Moment und bist ganz, ganz schnell in so einer Abhängigkeit drin. Für viele ist es schon sehr, sehr schwer, nicht am Wochenende zu trinken oder nicht das Feierabendbier oder das Glas Wein abends zum Essen. Und oft, rede oft mit den Menschen über das Thema und ich höre dann oft, ja, aber ein Glas Wein oder ein Bier, das schmeckt doch mal ganz gut, aber wofür? Also klar kannst du das machen, aber du kannst auch genauso gut was anderes trinken. Also ich kann dieses Argument einfach nicht ganz nachvollziehen. Wenn du jetzt
auf einer Party bist, sagen wir mal, du bist auf einem Geburtstag eingeladen, du bist der Einzige, der nicht trinkt, dann verstehe ich für dich auf jeden Fall, dass es dir nicht so viel Spaß macht. Und du kannst mit Sicherheit auch nicht so lange bleiben wie viele andere, weil du beobachtest mit, wie die anderen langsam lauter werden, ausfallender werden, sich verändern, das Bewusstsein sich verändert, das Verhalten sich verändert. Und das ist genau der Punkt, den ich überhaupt nicht leiden kann. Und den ich auch bei mir selber zum Beispiel nicht leiden kann. Also ich würde von mir sagen, ich verändere mich nicht viel, wenn ich trinke. Aber sobald ich merke, der Alkohol bewirkt etwas in meinem Körper, gefällt mir das Ganze schon nicht mehr. Und dann lasse ich das Ganze auch sein. Davon abgesehen schaue ich immer, dass ich wirklich nur so viel trinke, dass ich noch Auto fahren kann, weil ich nicht meine Freiheit, Mobilität aufgeben möchte, nur weil ich Alkohol getrunken habe. Aber wenn du jetzt dieserjenige bist und dir fällt das nicht ganz so leicht, du hast das Gefühl, du gehörst nicht dazu, dann bist du vielleicht auch in dem falschen Freundeskreis. Wenn dein Freundeskreis dir nämlich verkauft, dass du nicht dazugehören kannst, wenn du nicht trinkst, dann liegt deinen Freunden ja weniger an dir etwas, sondern nur an dir etwas, wenn du mit diese Droge konsumierst. Das heißt, du gehörst nur dazu, wenn du trinkst. Und normalerweise sollte es ja so sein, du gehörst dazu, weil ihr eine Beziehung führt, eine freundschaftliche Beziehung habt zueinander. Und da musst du einfach vielleicht auch mal überdenken, okay, was sind das denn jetzt für Freunde, wenn die mich nicht mehr einladen, wenn ich nicht mehr trinke. Genauso musst du dich halt auch öfter rechtfertigen. Darauf musst du dich einfach einstellen. Alle Veganer, Vegetarier kennen das wahrscheinlich. Ihr müsst euch ständig rechtfertigen, warum isst du denn kein Fleisch, warum keine tierischen Produkte, dies und das. Das ist beim Alkohol genau das Gleiche. Alkohol trinken ist genauso weit verbreitet in der Gesellschaft wie Fleisch essen. Und wenn du das halt nicht machst oder einen Teil der Gesellschaft nicht teilst, musst du dich dafür rechtfertigen. Damit musst du einfach leben. Aber wichtig ist, wenn du es schaffst, dann zeugt das nicht nur davon, dass du selbstbestimmt sein kannst, sondern auch, dass du deine Ziele verfolgen und erreichen kannst. Und egal, welche gesellschaftlichen Zwänge da dann kommen, du kannst trotzdem deine Ziele verfolgen und dir selbst treu bleiben, dem, was du wirklich willst, ohne das, was die anderen sagen, dass dich das beeinflusst und dich zwingt, etwas zu tun, was du gar nicht willst. Ich glaube, wir müssen nicht darüber diskutieren, dass Alkohol an sich schädlich ist. Also ich glaube, das ist jedem sehr, sehr gut bewusst und da müssen wir gar nicht drüber reden. Aber dennoch tun sich das ja so viele an. Und der Punkt ist der, dass du, wenn du trinkst, das nicht sofort merkst, dass dir schlecht geht. Gerade in dem Moment nicht und auch die nächsten Stunden nicht. Aber jeder, der schon mal einen Rausch hatte, weiß, wie es ihm am nächsten Morgen geht. Und ich appelliere einfach nur an dich, ruf dir vielleicht dieses Gefühl hervor, wie es dir am nächsten Morgen geht, dass du einfach nicht so viel wirklich davon hast, außer diese paar Stunden und dass du die Langzeitschäden gar nicht so richtig im Auge hast, weil das haben wir Menschen halt nun mal nie. Wir sind immer hier irgendwie aktuell im Moment, das geht auch an alle Raucher, die rauchen und jeder weiß, dass es ungesund und dass es irgendwie auch tödlich ist, aber dennoch rauchen wir, weil wir nicht sofort den Schaden in unserem Körper merken. Wenn du aber wahrscheinlich gucken könntest, wie das Nervengift, Alkohol ist ein Nervengift, deinen Körper zerstört und wenn du zusehen könntest, würdest du vielleicht das Ganze dir gar nicht antun. Ich spreche auf jeden Fall einfach an deinen Mut und an deinen Willen und auch an dein Selbstbewusstsein, dass du halt einfach stark bist, Nein zu sagen. Ein Nein zu jemand anderem ist oft ein Ja zu dir selbst. Und das ist nicht nur beim Trinken so, sondern bei vielen, vielen Dingen so. Und ich hoffe, dass du durch dieses Video vielleicht weißt, es gibt mehr Menschen, die nicht trinken. Und die diese Probleme, die das Nichttrinken mit sich bringt, auch teilen. Und ich habe das alles durchlebt, voll und ganz. So habe ich alles mitgemacht. Gestritten deswegen. Freundschaften sind ja gebröckelt und so viele negative Dinge, die ich jetzt gar nicht alle aufführen möchte. Aber dennoch stehe ich dazu. Ich war erst gestern noch auf einem Geburtstag und habe nicht getrunken.
Und auch dort konnte ich auch wieder das Ganze beobachten. Es war alles in einem anständigen Rahmen, das war jetzt alles nicht so wild. Aber dennoch habe ich mich dann gefragt, okay, für die paar Stunden, das waren vielleicht 4 Stunden oder so, wieso habt ihr euch das angetan? Also wieso habt ihr dieses Nervengift in euren Körper geschüttet? Was ich richtig schön fand, war, niemand hat mich genötigt dazu. Also niemand hat gefragt, warum trinkst du nicht dies und das, bla bla. Das war wirklich angenehm. Das war wirklich auch eine Ausnahme. Aber wenn du jemand bist, der auf diesen ganzen Scheiß keinen Bock hat, dann steh dazu, sag deine Meinung und wende das auf alle Lebensbereiche an. Wenn du keinen Bock auf etwas hast, wenn du das, was deine Clique macht, nicht gut findest, dann steh zu deiner Meinung. Ein Freund von mir sagt immer, hast du keine Feinde, hast du keinen Charakter. Und ein bisschen was ist daran, ist da Wahres dran. Wenn du immer nur Ja und Amen sagst, dann bist du so ein Schaf in der Herde und läufst halt so mit. Und wenn du damit überglücklich bist, dann ist das auch okay für dich. Aber wenn du einen Widerstand in dir spürst dagegen, dann mach das Ganze nicht mit. Steh zu dir selbst, bleib dir selbst dabei treu, mach das, was du für richtig hältst und nicht, was die anderen für richtig halten. Schreib mir gerne in die Kommentare, was du über das Thema Alkohol denkst, ob du überhaupt Alkohol trinkst vielleicht oder gar nicht. Ich gehe mal davon aus, dass 90% der Leute irgendwie doch trinken. Wenn ihr alle nicht trinkt, an alle Zuschauer, lasst uns mal irgendwie so ein Treffen vielleicht organisieren, wo wir alle zusammen was machen, ohne Alkohol zu trinken. Fände ich mal mega nice. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Tag. Es war so ein Video, das lag mir nochmal so am Herzen, weil ich das die letzten Wochen so ein bisschen, ja, wieder mehr beobachtet habe, wie das Ganze so läuft und dass es so ein fester Bestandteil unserer Gesellschaft ist und das mir echt gegen den Strich geht. Ja, in diesem Sinne, Leute, ich wünsche euch alles Gute. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr darüber denkt. Bis zum nächsten Mal. Ciao.